7. November 2038. Wir sind im Auto mit Hank. Es ist, ja, kurz vor zwei. Kurz vor zwei. Kurz vor halb zwei. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir hören Musik. Naja, Hank will bestimmt ein bisschen alleine sein. Aber wir sind halt wie ein Hund, tatsächlich. Vielleicht mag er uns deswegen. Lagebesprechung mit Hank. Oder sie ist wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas zum Lesen. Hey, dieser Park kommt mir... Nee, der sieht einfach nur so ähnlich aus. Wir sollten auf jeden Fall mit ihm reden. Was haben wir denn hier? Century. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Der mysteriöse Mr. Kamsky. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben in China töten 10.000 Menschen. Lesen wir mal. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? 2028 war Ilya Kamsky unser Mann des Jahrhunderts. Er hat die Welt verändert. Androiden haben nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sie haben unser Leben, unsere Familie und das gesellschaftliche Gleichgewicht für immer verändert. Ob positiv oder negativ. Kurz danach verschwand Kamsky. Er wurde als CEO von CyberLife abgelöst und führte ein Leben abseits der Scheinwerfer. Er hat die Welt, die er erschaffen hat, verlassen. Kamskys Geschichte beginnt 2018, als Gewerbeimmobilien in Detroit billig waren und viele Startups anlockten. Der College-Absolvent setzte all seinen Besitz auf die Entwicklung eines Androiden-Prototyps und war jahrelang erfolglos, bis zu zwei bahnbrechenden Entdeckungen: blaues Blut und Biokomponenten. Okay. Na? Nach der Enthüllung des ersten funktionsfähigen Modells, das öffentlich den Turing-Test bestand und die Welt verblüffte, wurden Pläne zur Massenfertigung gefasst und CyberLife wurde schnell zur wertvollsten Aktie der Welt. Entschuldigung, wenn ich da gerade so ein bisschen stocke, aber der Turing-Test ist quasi den Test, den man macht, um herauszufinden, ob man Computer quasi ist oder ob man Mensch ist. So, ne? Kann man sich mal anlesen. Doch auf dem Gipfel von CyberLifes Macht, das Unternehmen war an der 500 Milliarden Dollar Grenze, wurden Gerüchte laut, dass sich Kamsky und seine Aktionäre in puncto Strategie uneinig waren. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Wurde er umgelegt oder was? Quellen behaupten, Kamsky lebt in einer Luxusvilla irgendwo am Rande seines geliebten Detroits, weise alle Besucher ab und verbringe seine Zeit ausschließlich mit Androiden. Doch die interessante Folge bleibt unbeantwortet. Was geht im Kopf des mysteriösen Mr. Kamsky vor? Eine gute Frage. So, Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikt um 10%. Zustimmungswerte von Präsident Warren auf 33% gefallen. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Okay. Alle haben Angst vor dem Krieg? Die US-Börse schloss gestern 10 Punkte niedriger nach einer Reihe ähnlicher schlechter Abschlüsse in den letzten Wochen. Finanzexperten schreiben die schlechte Leistung auf die enorme Abwertung der Konsumwerte, da der Markt noch immer davon überzeugt ist, dass Amerika eher früher als später in einen Krieg um die Arktis verwickelt wird. Die Einschätzung wird von den andauernden Aktionshoch geschützt. Unternehmen aus Luftfahrt und Waffenproduktion erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Investoren favorisieren weiterhin CyberLife wegen seiner Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium zur Entwicklung von Militär-Androiden. Russland und die USA dominieren weiterhin die Weltnachrichten und keine Seite scheint nachgeben zu wollen. Deshalb sind die Marktprognosen weiter rückläufig. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie so einen Switch in jedem Androiden gibt, der sie auf Killer-Roboter umstellt. So ähnlich wie bei Terminator. Und ich hoffe nicht, dass es zu Terminator wird. Naja, mal schauen. Genug gelesen, jetzt machen wir mal die Lagebesprechung mit Hank. Hank the Wank. Vielleicht wird er uns auch erzählen, was eigentlich los ist mit ihm.
Achso, wir wissen ja, sein Sohn ist gestorben. Und da sind wir auf dem Spielplatz. Oh, da müssen wir jetzt aber mit Samtpfötchen hier ihn anfassen. Nice view, huh? Ja, nett. I used to come here a lot before. I know. Persönliche Fragen. Nicht mehr trinken. Früher. Zurückgehen. Before what? You said, I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Selbstmord. I saw a photo of a child on your kitchen table. It was your son, right? Yeah. His name was Cole. Cole McGrath, Entschuldigung. We're not making any progress on this investigation. The Deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. Shock system software. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Das ist es. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. Yeah. They really seemed in love. Das ist seltsam für. Vielleicht ja ironisch kalt. They can simulate human emotions, but they're machines. And machines don't feel anything. Sicher? What about you, Connor? Ja, das ist eine gute Frage. You look human, you sound human, but what are you really? Kalt, aggressiv, abwehrend, neutral. I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner, your buddy to drink with, or just a machine designed to accomplish a task. You could have shot those two girls, but you didn't. Why didn't you shoot Connor? Some scruple suddenly enter into your program? Scruple? Lüge? No. I just decided not to shoot. That's all. Das ist aber auch eine Art von Emotion. But are you afraid to die, Connor? Lebe nicht, logisch. You shouldn't do that. Lieutenant. Destroying me at this point would deal a blow to the investigation and have negative consequences for your personal situation. Das ist immer schwer zu sagen. What'll happen if I pull this trigger? Nothing? Oblivion? Android heaven? I doubt there's a heaven for androids. Having existential doubts, Connor? Sure you're not going deviant too? I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Weg freigeschaltet. Where are you going? Get drunker. I need to think. Ja, gut, dass das amerikanische Bier nur wie Wasser ist. Puh, die Brücke. Die Brücke am Quahai. Hank hat Connor leben lassen,
Was? Er hätte ihn auch erschießen können? Das ist krass. Die Brücke, ja, mal schauen. Ich, bei einer Sache hätte ich vielleicht anders geantwortet, aber naja, gut. Am Ambassador Bridge, also die Botschafterbrücke. Auto verlassen, ja, das haben wir gelesen. Mit Hank sprechen. Nein erörtern und Foto erörtern. Wir hätten auch auf den Selbstmord eingehen können. Das wollte ich aber nicht. Hank zieht eine Waffe. Logisch bleiben. Hätten wir auch anders machen können. Hank ist versöhnlich. Oh, wir hätten ihn auch echt wütend machen können. Hank hat Connor leben lassen. Scheinbar hätten wir ihn auch wütender machen können. Ja, bei den einen Sachen logisch bleiben. Ich hätte vielleicht... Hast du Angst zu sterben? Wenn wir ja sagen, dann sind wir zwangsweise ein Abweichler. Weil ich glaube, die haben alle Angst zu sterben, weil sie sind Android. Er hätte nein sagen können. Aber das hätte ihn vielleicht auch... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so ausgegangen. Es war jetzt eine relativ kurze Folge. Was machen wir denn da? Normalerweise würde ich jetzt rausgehen aus dem Spiel, um noch diese eine Nachricht zu lesen. Das würde ich dann einfach hier ranhängen. Ja, das glaube ich, mache ich. Ich gehe mal kurz raus, hänge hier die Nachricht dran und dann lese ich die noch, also von ein paar letzten Folgen, da habe ich noch einen Artikel nicht gelesen, den habe ich noch auf Tasch. Den lese ich dann nochmal vor und dann beende ich dann die Folge. Also, wir sehen uns gleich beim Artikel. Bis dann. So, und wir sind im Magazin. Jetzt muss ich es nur noch finden, das Richtige. Das ist immer schwer, das Richtige zu finden. War es das? Ja, die ersten Unsterblichen sind unter uns. Die mikroskopischen Maschinen, die uns ewig leben lassen. VR-MMM-URPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Haben wir das schon gelesen? Trotz enormer medizinischer Fortschritte sind viele Krankheiten für Ärzte und Chirurgen noch unheilbar. Doch das könnte sich bald ändern. CyberLife hat einen Nano-Androiden entwickelt, der im Körper eines Patienten Krebszellen bekämpfen, das Immunsystem stärken oder genetische Krankheiten reversieren kann, also rückgängig zu machen. In einem klinischen Test wurden Millionen dieser winzigen Maschinen verwendet, um Krebszellen anzugreifen. Sobald der Krebs vernichtet worden war, wurden die Nano-Androiden mit dem Urin des Patienten ausgeschieden. Ja, die einzige Sache, wo ich mir jetzt denke, ja, Krebs könnte man aber auch dazu benutzen, quasi irgendwo, eine gewisse Unsterblichkeit zu erlangen, weil das sind Krebszellen, es sind ja einfach nur Zellen, die immer mehr werden, also die reproduzieren sich. Quasi, also es ist Zellwachstum und der menschliche Körper hört irgendwann mal auf. Also die Produktion wird immer geringer. Und wenn wir aber einen quasi immer wieder neue Zellen reproduzieren, dann bleiben wir, älter oder ja. Wir haben quasi einen größeren Pool, worauf wir zurückgreifen können. So. Muss man halt irgendwie nur vernünftig steuern, dann ja. Weil sonst haben wir einfach Zellwachstum ohne Steuerung und daran sterben dann die Menschen. Laut Derek Ross, dem Leiter des National Life Extension Institute, sind die ersten Unsterblichen schon unter uns. Der Sieg über Krebs, Hirnkrankheiten und Organversagen wird eine nie gekannte Lebenserwartung ermöglichen. Doch der berühmte Ökonome und Autor Yuri Makish warnt vor einer unabsichtigen Konsequenz. Wir haben bereits eine überalte Bevölkerung, eine schwindende Zahl junger Menschen und das stützt immer mehr Alte. Können wir uns bei steigenden Arbeitslosigkeit wirklich weitere Millionen Senioren leisten? Aber das ist halt die andere Frage, sind es dann Senioren oder leben die Menschen länger und können auch viel länger produktiv bleiben? Ne? Das ist die Frage, die man da klären muss. So, was haben wir noch gelesen? Das haben wir gelesen, ich glaube, es war so ein Detroit irgendwas. Was ging's denn da? Nee, das haben wir gelesen. Nein. Ah, Mist. Jetzt muss ich die Zeitschrift erstmal finden. Liste. Das haben wir auch gelesen. Ich weiß es leider nicht mehr. Das haben wir gelesen, das haben wir gelesen. Was ist das? Ja, die neuen Supermächte, ich glaube, das war's. Neue Volkswirtschaften unterzeichnen Handelsabkommen. Erdbeben in China töten 10.000 Menschen. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst zu viel zahlen. Oder Banken, besser gesagt, die neuen Supermächte.
Neue Volkswirtschaften und Handelsabkommen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die ehemals aufstrebenden BRICS-Märkte oder BRICS-Märkte haben ein gemeinsames Handelsabkommen unterzeichnet, das die Handelszölle senken und den Handel unter den Nationen stärken soll. China soll das Abkommen vermittelt haben. Für Xi Deng, Chinas Welthandelsminister, sei das Abkommen überfällig und nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die sogenannten aufstrebenden Märkte tatsächlich bereits aufgestiegen seien. Das Abkommen deckt eine Vielzahl von Gütern und Märkten ab, von Automobilien bis hin zu Nahrung und Devisen mit Sonderregelungen für Hersteller von Androiden und verwandten Technologien. Das hat Spekulationen ausgelöst, dass Russland und China möglicherweise kooperieren, um Cyberlife's Führungsanspruch in diesem Sektor zu brechen. Darauf angesprochen wich Xi Deng aus. Es gibt viele Möglichkeiten für Mitglieder des Abkommens enger zusammenzuarbeiten. Sie werden es sehen. Tja, das waren die zwei Sachen, die wir gelesen haben. Können wir, was war das? Artwork war ich, glaube ich, immer drin. Ja, dann schauen wir uns noch ein bisschen Artwork an, wenn wir schon dabei sind. Hier, das können wir jetzt freischalten. Ja. Ein bisschen Zeit habe ich jetzt noch. Deswegen mache ich das mal. Aha. Okay, wir waren hier drin. Da sind dann die ganzen Sexpuppen. So, kann man sich dann einfach rausziehen aus dem Automaten. Eden Club. Sehen alle gleich aus. Hier ist der tote Android. Die Werkstatt. Und da ist der das blauhaarige Modell. Aber ganz ehrlich, wenn es so einfach ist, die Haarfarbe sich zu ändern, warum hat sie das nicht gemacht, ne? Das wäre so einfach gewesen. Hier war dann der Kampf. Dann hat man hier die verschiedenen Modelle in verschiedenen Aussehen. Und dann hat man hier nochmal die Plünderung von dem Warenhaus, Lagerhaus. Ja, da sind wir nicht reingegangen. Weil wir, wollten wir nicht. Da sieht man nochmal ein bisschen mehr die Schauspieler, die da gestanden sind. Simon sieht ganz anders ausgefüllt. So, und dann hatten wir ja noch diesen einen Wachmann entführt. Da ist nochmal Cyberlife-Zeug drin, blaues Blut und so ein Kran. So, ja, das war's. Da haben wir jetzt nicht mehr. Theoretisch haben wir noch hier Galerie. Nein! Nicht Magazin. Mano. Ich glaube, tatsächlich, wahrscheinlich haben wir ein paar schon übersehen. Das ein oder andere zumindest. Was gibt's nochmal in Galerie? Ach, stimmt, da gab's Leute. Da schauen wir auch nur ganz kurz rein. So zum Beispiel Connor. Ja. Können wir uns Connor so hier anschauen? Hallo, ich bin Connor. Connor ist ein Prototyp, ein RK-800, entwickelt von Cyberlife. Seine wichtigste Aufgabe ist es, menschliche Detectives durch technologische Unterstützung bei Ermittlungen zu helfen. Er ist mit einem Spezialmodus ausgestattet, das ihn zu einem perfekten Partner machen soll, der sich in jedes Team integrieren kann. Das Connor-Modell verfügt über eine physikalische Simulationssoftware, die auf der Spurenanalyse am Tatort basiert. Durch Prüfungen der vorhandenen Beweise werden vergangene Geschehnisse rekonstruiert. Er ist das erste Modell, das durch direkte Probennahme und orale Aufnahmeanalysen Analysen von biologischen Beweismaterialien in Echtzeit durchführen kann. Das Connor-Modell kann erstmals bei der Abweichleruntersuchung unter realen Bedingungen zum Einsatz kam. Für einen weitreichenden Einsatz bei der Polizei wurde bisher kein Zeitrahmen festgelegt. Oh, warum denn nicht? Es gibt verschiedene Variationen. Veröffentlichung. Relativ modern. Ach, Variationen von wo er steht oder was. Regen und so. Und ohne Krawatte. So, schauen wir nochmal. Variation. Dunkel, Regen. Schnee. Ohne Krawatte. Mit Krawatte, Entschuldigung. Das ist
Mehr ist es nicht. Und einen Hank gönnen wir uns auch noch. So. Weil wir ja letzte Folge, beziehungsweise diese Folge mit ihm gespielt haben. Deswegen nehmen wir uns mal auch den Hank vor. Ist ganz schön groß. 6.9. So. Ja. Hank Anderson ist ein 53 Jahre alter Polizist. Er schloss die Polizeischule als Jahrgangsbester ab, zeichnete sich schon bald durch Mut und Intelligenz aus und brachte viele schwierige Ermittlungen zum Abschluss. Doch eine sicher geglaubte Karriere bei der Detroit Police erlitt einen grausamen Rückschlag. Anderson gab sich dem Alkohol und der Selbstzerstörung hin und wurde unberechenbar, was ihm zahlreiche Verwarnungen und Disziplinärstrafen einbrachte. So unberechenbar scheint er gar nicht zu sein, ehrlich gesagt. Er wird von den Kollegen, die ihn noch als brillanten Cop kennen, nach wie vor respektiert und geschätzt, aber sie fürchten seinen Launen und seinen trockenen Humor. Und Anderson scheint sich am wohlsten zu fühlen, wenn man ihn in Ruhe lässt. Er schätzt Menschen im Allgemeinen nicht besonders und bevorzugt die Gesellschaft seines Hundes. Sein Haus verlässt er meist nur, um anrüchige Bars aufzusuchen. Und noch etwas, er hasst Androiden. Warum wohl? Entschuldigung. Das ist das, was wir von Hank kennengelernt haben. Den gibt es nur im Regen oder nicht, zumindest in diesem Aufzug. Na gut, das war das. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem nächsten Kapitel, sage ich jetzt mal, oder mit der nächsten Geschichte. Ich nehme an, dass wir dann endlich wieder Marcus spielen. Das war jetzt nur ein Zwischenabschnitt mit ein bisschen extra dazu. Und ja, ich danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye und cheerio hier bei Moon What's More mit mir, dem J-Mo. Bye bye!